Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Moment, ich muss euch mal kurz gerade rücken. Jetzt gefällt mir das deutlich besser. Ja, genau, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, der März ist bei mir jetzt gerade so gut wie rum. Heute ist der 26. Und da meine Wachskiste wieder aus allen Nähten platzt, gibt es jetzt das aufgebraucht, das duftige aufgebraucht für den Monat März. Genau, und da es wieder einiges geworden ist, schnacke ich auch nicht großartig vorweg, sondern fange mit den Düften an. Und zwar fange ich erstmal mit dem kleinen Kram an, den ich angedüftet habe. Und da lege ich los mit dem Cactus and Sea Salt von Bea. Da habe ich zwei Stücke verdüftelt. Genau, ja, ihr hört das wahrscheinlich schon. Ich bin im Moment ein bisschen verschnupft und mir geht so manchmal ein bisschen die Stimme aus. Also kein Corona, Gott sei Dank. Klopfe mal kurz auf den Holztisch vor mir. Ja, bislang immer alles negativ getestet. Ja, ist wahrscheinlich nur so eine kleine Erkältung, aber leider hält die sich seit knapp 2 Wochen ein bisschen hartnäckig. Ja, ist nicht schön, aber ja, gibt Schlimmeres. Und genau, zurück zum Duft, der Cactus and Sea Salt von Bea, den ich gerade mal kurz aufkriegen muss. Oh, der hat einfach so was Frisches, Gurkiges, ja, Seeluftiges. Oh, und das ist einfach ein so, so herrlicher Duft. Das ist so ein schöner, frischer Frühlingsduft für mich. Ja, und da bin ich sehr froh, dass ich da jetzt noch die 4 Stücke habe. Die werde ich nach und nach auch vielleicht sogar jetzt noch im Frühling mit aufdüfteln. Ja, falls ihr den noch nicht kennt und Bea den irgendwann mal wieder im Angebot von ihren Gießungen hat, schaut euch den unbedingt mal an, wenn ihr so frisch, luftig, salzige, leicht gurkige, vielleicht ist auch noch ein bisschen Aloe Vera drin. Ich weiß jetzt gerade die Duftbeschreibung natürlich nicht. Und ja, ein super schöner frischer Frühlingsduft. Dann hatte ich, glaube ich, ja genau, das habe ich mal von Serapé bekommen, von Duftlovers, den Beerenpudding. Ist ein schöner Beerenduft gewesen. Habe ich ja jetzt auch noch ein Stück von. Das werde ich auch noch mal, vielleicht sogar auch noch mal im Frühling jetzt düfteln. Ja. War ein schöner, bäriger Duft. Pudding weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr, ob der auch eine Puddingnote hatte im Warmen. Kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Aber ich weiß, dass ich ihn mochte und dass das ein sehr schöner Beerenduft gewesen ist. Genau, dann hatte ich von Goose Creek den Sand Castles mit einem Stückchen in der Lampe. Auch das war ein sehr schöner Duft. Ich schnupper nochmal hier kurz eben an dem Stück hier. Ja, genau. Ach ja, der war das. Ja, wenn man so viel düftelt, kann man sich nicht alle Düfte merken. Oh ja, der ist sehr, sehr schön. Der hat eine Ananasnote, ein bisschen was, auch ein bisschen was Frisches, finde ich. Das war mein Handy, entschuldigt. Ja, sehr, sehr. Ja, Ananas, sommerlich, bisschen so als, ja, als wenn. Wenn ihr am Strand liegt und so ein Ananassaft mit vielleicht noch so einem kleinen Müh-Kokoseinschlag trinkt, ja, ein absoluter Urlaubsfeeling-Duft auf jeden Fall. Dann hatte ich von Bea den Once Upon a Time in der Duftlampe. Der, ja, das ist eher so ein parfümiger, kuscheliger, entspannter Duft, würde ich mal sagen. Das knackt hier auch, das ist wieder der Fernseher hinter mir. Ja, auch einfach ein sehr, sehr schöner, ja, ruhiger, kuschelig, entspannter Duft. Genau, habe ich ja eben schon gesagt. Auch da weiß ich jetzt gerade nicht mehr die Komponenten, aber ich weiß, ich mag den Duft sehr gerne. Würde ich mir auch jederzeit nochmal wieder bestellen.
Dann hatte ich von Duftzauberei Schwarzwald den Baby Girl. Da muss ich auch noch mal dran riechen. Ich weiß, dass ich im Moment, ja, ich weiß, dass ich die Düfte gut fand, aber da ich momentan so viel jeden Tag düfte, kann ich mir dann nicht. Ach, genau. Entschuldigung, mitten im Satz unterbrochen. Genau, das war so ein Babypuderduft, so ein. Vielleicht ist da auch noch so ein bisschen was Nivea-artiges drin. Ja, also hier ist der Hauptakteur des Duftes, würde ich sagen. Hier ist auf jeden Fall Babypowder. Ja, war ganz schön. Den habe ich allerdings im Wohnzimmer gedüftet, weil ich bei Duftzauberer Schwarzwald nicht sicher war, wie gut die Wachse da in der Scentsy-Lampe performen würden, da das mein so ziemlich erstes Duftmeld von Duftzauberei Schwarzwald gewesen ist, habe ich es dann lieber im Wohnzimmer gedüftet. Aber auch das war mal eine Abwechslung im Wohnzimmer, so einen eher pudrig-cremigen Bodylotion-Duft zu düften, der eigentlich eher ins Bad passt. Aber wie gesagt, da ich nicht so sicher war, wie er im Bad performt, habe ich ihn im Wohnzimmer gedüftet und da fand ich ihn sehr schön. So. Dann hatte ich was selbstgegossenes von der lieben Serpil in der Lampe und zwar den Blue Rose und Amber. Den Duft fand ich schön, aber ich hätte ihn eher im Herbst düfteln sollen. Ich hatte aus meiner Tauschpaketbox, die ich mir so gemacht habe, halt einfach reingegriffen, rausgezogen, dran geschnüffelt und gedacht, ach komm, den dürftet sie jetzt, der riecht gut. Aber im Warmen hat der so eine schwere, parfümige Note entwickelt, die schön ist, keine Frage, aber die für mich eher so in den Herbst gepasst hätte. Deswegen werde ich das Stück, was ich hier jetzt noch habe, auch in meine Herbstkiste legen und das dann mit Freude nochmal im Herbst verdüfteln, weil da passt der Duft einfach besser hin. Zum Duft an sich, wie gesagt, er hat was schwer Parfümiges, Florales durch die Rose halt. Genau. Aber der ist sehr schön, der Pil, der ist dir sehr gut gelungen, der Duft, den mag ich. Und dann, ich glaube, den habe ich auch von Serpil bekommen. Von Witchy Woo, den Felix Felicis, also das flüssige Glück. Ein Harry Potter inspirierter Duft. Und ja, den fand ich ganz, ganz nett, so als Hintergrundbedüftler. Der hat so ein bisschen so eine florale Note. Ich glaube, da war auch irgendwas mit Honig drin. Ich hatte die Komponenten mir dann mal angeschaut. Ich weiß sie jetzt allerdings nicht. Aber da war, glaube ich, auch irgendwas leicht honiglastiges mit bei. Das rieche ich jetzt nämlich, wenn ich hier dran rieche, raus. Ja. Ansonsten ist er so ein bisschen leicht floral. Ja. Ist ein ganz netter Duft. Würde ich auch durchaus noch mal wieder düften. Also das eine Stück werde ich jetzt noch verbrauchen, aber ich glaube, selber kaufen würde ich ihn mir nicht. Ja, dazu ist er mir irgendwie einfach nicht besonders genug, sage ich mal. Ja, genau. Das flüssige Glück. Felix Felicis. Genau, dann machen wir mal mit den Kleinkram-Sachen weiter, die ich komplett aufgedüftelt habe. Und da fange ich jetzt mal an mit dem, oh, Entschuldigung, mit dem Pink Flower von Heart and Home. Der Duft hat mich irgendwie verwirrt. Meine Nase zumindest war verwirrt. Wenn ich lese Pink Flower, denke ich so an vielleicht Kirschblüte oder Magnolie oder halt irgendeine rosa Blüte. Und das, was ich gerochen habe, war eher Fudi. Ich habe eher so ein cremig-vanilliges Pfefferminzaroma in der Nase gehabt. Das war ganz merkwürdig.
Und als ich die Duftkomponenten dann mal gegoogelt habe von diesem Meld, hatte ich, meine ich, Fenchel gelesen und ich weiß gar nicht, was noch. Irgendwas, was auf jeden Fall auch nicht so ganz der Duftbeschreibung Pink Flower entsprochen hat. Ich weiß nicht, wer von euch hat das auch schon mal gedüftelt und auch solche merkwürdigen, ich meine, ich mochte den Duft davon mal abgesehen, aber es war halt nicht das, was ich mir unter Pink Flower vorstelle. Er hatte, wie gesagt, für mich so ein Marshmallow, nee, gar nicht, Entschuldigung, Marshmallow nicht, Vanille-Minze-Aroma. Ja, schreibt mir das mal sehr gerne, wenn ihr den Duft schon mal hattet, ob ihr ähnliche Erfahrungen damit gemacht habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So, dann hatte ich von Traumdüfte süßes Wölkchen in der Lampe. Da war, glaube ich, noch ein halbes Melk drin. Ja, und der hatte so ein bisschen so ein leichtes Bubblegum-Aroma, was ja eigentlich eher nicht so ganz meins ist. Das war aber noch im erträglichen Rahmen. Es war mir noch nicht too much. Ja, war ein schöner, süßer, zuckriger Duft. Würde ich, glaube ich, allerdings mir jetzt nicht nochmal selbst holen. Wenn ich ihn nochmal irgendwo kriegen würde, würde ich ihn düfteln. Ich fand ihn jetzt nicht eklig oder so. Aber es ist nicht so meine bevorzugte Duftrichtung gewesen. Dann, welchen Duft von Traumdüfte ich sehr, sehr schön fand. Den hatte ich auch schon mal. Das ist der Vital Energy. Ja, das ist einfach so ein schöner Relax-Duft für mich irgendwie. Der hat was Cremiges, der hat was Sanftes. Ja, ist einfach was leicht Florales, finde ich, hat er auch. Ja, sehr, sehr schöner Duft. Vital Energy von Traumdüfte. Dann hatte ich von der Wachsmacherei den American Cream. Da muss ich noch mal eben reinschnüffeln. Da habe ich ehrlich gesagt gerade keine Erinnerung dran. Ja, ich rieche hier auch am Tütchen nicht mehr viel. Nee, tut mir leid. Ich kann mich gerade nicht mehr an den Duft erinnern. Nee. Wenn er schlecht gewesen wäre, wüsste ich es definitiv. Das hätte ich mir gemerkt. Aber nee, da kommt gerade keine Erinnerung mehr. Aber ich fand ihn nicht scheiße. Sorry, ich weiß es nicht mehr. Dann, daran habe ich eine sehr gute Dufterinnerung, weil den Duft fand ich super. Und zwar von Yankee Candle, der Delicious Guava. Das war ein sehr, sehr schöner, fruchtiger, gute Laune Duft. Ja, den hatte ich vor ein paar Tagen im Wohnzimmer in meiner Airwick-Lampe an. Und ja, den fand ich toll. Ich weiß gar nicht, ob es den bei Yankee Candle noch im Programm gibt. Aber wenn, wäre das nochmal eine Überlegung für den Sommer, den nochmal zu düften. Den fand ich sehr, sehr schön. Delicious Guava. Schön fruchtig, frisch. Mochte ich sehr gerne. Dann hatte ich von der Wachsmacherei den Red Velvet Cake. Das war ein schöner, kuchiger, leicht fruchtiger Duft, der jetzt gerade in der Tüte hier ein cremiges Aroma hat, warum auch immer. Ja, an der Tüte rieche ich nicht mehr viel, aber ich weiß, dass ich den Duft gerne mochte. Wie gesagt, war so ein schöner. Auch ein bisschen dunkler, also vielleicht so mit dunkler Schokolade im Teig, würde ich sagen. Das habe ich da ein bisschen rausgerochen. Und sehr dekadent, kuchig. War sehr, sehr lecker, der Duft. Da, wenn ich da nochmal ein Stückchen von bekommen würde, sage ich nicht nein. Trinke mal eben kurz einen Schluck Kaffee, bevor er kalt ist.
Denn wir haben noch ein bisschen was vor uns, ne? Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Dann habe ich von Duftkonfetti den Blütenrausch in der Lampe gehabt. Das war ein sehr schöner floraler, floraler Duft. Unterschiedliche Blüten. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Blüten dort genau drin sind. Es ist einfach so eine schöne florale Gesamtmischung gewesen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, würde ich durchaus nochmal wieder Duftkonfetti-Blütenrausch. Ach genau, und da reingemischt habe ich so ein kleines Testerli von Miss Curly Wax, den Spring Awakening, weil das war wirklich so ein kleines, dünnes Stück, das hätte sich nicht gelohnt, das solo in die Lampe zu werfen. Genau, das war auch eher so ein floraler Duft. Genau, den habe ich mit dem Blütenrausch zusammengemixt. Ja, und das in Kombi roch sehr, sehr schön. Ja, hat mir auch gefallen. Dann habe ich von Doris den White Tea and Lavender leer gemacht. Ein schöner, beruhigender Lavendelduft mit so einer wirklich schönen Teeblattnote. Oh, herrlich. Sehr, sehr schön. So diese weiße Teenote, finde ich, kann man vergleichen mit dem White Tea von Yankee Candle. Der hat auch diese weiße Teenote. Ja, und den Duft würde ich auch jederzeit mir nochmal wieder zulegen. Den White Tea and Lavender von Doris. Dann habe ich mein letztes Stückchen von dem Goose Creek Love You Latte aufgebraucht, auch wieder in der Küche. Goose Creek Melts funktionieren für mich ganz gut in den Scentsy-Lampen. Ja, die schmelzen dort gut und die Duftabgabe ist auch schön. Ja, und Love You Latte ist einfach so ein schöner, nussiger Kaffeeduft. So ein schöner Milchkaffee mit einem Haselnussaroma. Genau, ich glaube, das hatte ich euch letztes Mal schon gesagt. Ja, würde ich durchaus nochmal wieder düfteln. Ja, mochte ich. Dann habe ich gedüftet von Yankee Candle den Sweet Nothings. Auch ein schöner Frühlingsduft. Ich meine, da ist auch Veilchen mit drin, ne? Ich glaube. Ja, ist ein schöner, leicht floral, kuscheliger Frühlingsduft für mich. Mag ich. Würde ich auch jederzeit nochmal in meine Lampe schmeißen. Dann von Traumdüfte den Raspberry Sorbet. Den habe ich leider kaum wahrgenommen. Den habe ich nur gerochen, wenn ich direkt über der Airwick-Lampe, meine Nase gehalten habe. Ansonsten ist davon leider im Raum nicht viel angekommen bei mir. Ja, schade. So am Melt gerochen war das ein schöner Himbeer, so ein cremig-himbeeriger Duft. Aber wie gesagt, in der Lampe kam da leider nicht viel an bei mir. Dann habe ich auch vor ein paar Tagen gedüftet von Liebe zum Handmade, den Erdbeermarshmallow. Das war ein schöner Duft. Der hatte so eine leicht rauchige Marshmallow-Note, fand ich im Warm. Aber es hat gepasst. Es war eine schöne, nicht so künstliche Erdbeernote auch. Also ich fand die Erdbeernote hier sehr schön drin. Und dann halt dieses leicht angeräucherte Marshmallow-Aroma, ja, dieser leicht angeräucherte Marshmallow-Moment. Ja. Hat mir gut gefallen, hat auch ja ganz gut Wumms gehabt, der Duft. Den mochte ich auch. Dann, ja, den hatte ich am, heute ist Samstag, den hatte ich am Mittwoch in der Lampe von Wohlfühlmomente, den Daydream. Das war so ein flacher Kringel. Und ja, das war ein sehr, sehr schöner Duft. Auch leicht floral, frisch.
auch ein bisschen was Rauchiges. Rieche ich hier gerade, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas Rauchiges drin ist. Ja, auch das ein sehr, sehr schöner Duft. Ich glaube, das war schon das zweite Mal, dass ich den Daydream hatte. Würde ich auch immer wieder nochmal düfteln. Und gerade aktuell seit heute Morgen in der Airwick-Lampe düftet von Goose Creek der Sailboat. Boats? Sailboats? Da muss ich sagen, da rieche ich auch noch nicht so viel von. Hier so an der Tüte ist er schön frisch, aquatisch. Ja, so nach Meeresluft irgendwie. Aber in der Lampe rieche ich gerade noch nicht so viel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Am Schnupfen vielleicht, obwohl in der Küche habe ich aktuell gerade, das kann ich euch gleich nochmal zeigen, einen Duft drin. Den nehme ich super wahr. Und wenn ich dann von der Küche wieder ins Wohnzimmer gehe, denke ich so, ja, ein bisschen was riecht hier. Aber ich rieche den nicht viel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht muss er erstmal nochmal ein bisschen durchziehen und dann nehme ich ihn vielleicht gleich besser wahr. Ich schau mal. Aber an sich so ist das ein sehr schöner, aquatisch frischer Duft. Und jetzt mache ich mal eben kurz einmal ein Päuschen und dann geht es weiter mit meinen angedüfteten und aufgebrauchten Scentsy Bars. Wir sehen uns gleich. So, gerade eben schon erwähnt, der Duft, der aktuell in der Küche brutzelt, aus der Osterkollektion, der Lemon Drizzle Cake. Ja, auch im Warmen ein sehr, sehr schöner Zitronenkuchenduft. Ja, mag ich super, super gerne. Man riecht wirklich so einen zitronig-süßen, fluffigen Kuchenteig. Ja, auch mit, wie heißt es denn, so eine Zitronenglasur obendrauf. Ja, wie halt diese, ja, sag mal, diese Backmischung von Dr. Edgar. Für Zitronenkuchen. Mega schöner Duft. Packe ich ihn mir in den Club? Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal schauen. Vielleicht. Vielleicht. Könnte vielleicht was werden. Dann habe ich auch wieder in der Küche in der Lampe gehabt den Cherry Vanilla. Ja, schöner Kirsch-Vanille-Duft. Riecht so wie so ein sehr süßer Kirschlolli. Mit einem leichten Vanille-Touch im Hintergrund. Ja, mag ich gerne für die Küche. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Club habe. Kann sein oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber wenn, werde ich diese beiden Stücke, die ich jetzt noch habe, mit Freude verdüfteln. Und dann, wenn er irgendwann mal wiederkommt, ihn mir nochmal wiederholen. Genau. Dann aktuell noch erhältlich der Cinderella-Duft. Happily Ever After. Die Kutsche ist ja schon wieder ausverkauft. Diesmal hat sie, glaube ich, ein bisschen länger gehalten als beim ersten Mal. Ich glaube, beim ersten Mal war sie ja schon nach ein, zwei Minuten komplett ausverkauft. Und auch jetzt hat sie, glaube ich, 20 Minuten Verfügbarkeit gehabt. Wobei es bei mir so war. Ich hatte mich dann um kurz vor 21 Uhr nochmal eingeloggt, da wurde mir die Kutsche noch als verfügbar angezeigt. Ich habe aber von mehreren anderen Beratern dann gelesen, dass sie schon nach 20 Minuten bereits wieder ausverkauft war. Ja, vielleicht war Sensi bei mir da einfach noch nicht so schnell und hatte das schon als ausverkauf gekennzeichnet. Das braucht ja immer einen kleinen Augenblick, bis das dann auch auf der Webseite sichtbar ist. Genau. Zurück zum Duft, der Happily Ever After ist ein schöner floraler Frühlingsduft für mich. Ja, ich habe da jetzt auch eben nochmal Proben von gemacht und ein super schöner Frühlingsduft,
Ich schau mal eben kurz, was drin ist, dann kann ich euch das sagen. Das habe ich da super vorbereitet hier, die Frau. Nicht. So, eben gucken. Genau. Gardenie, Vergissmeinnicht und frische Zitrone sind enthalten. Ich muss sagen, die Zitrone rieche ich da nicht raus. Für mich ist der rein blumig. Genau. Ja, wenn ihr sowas mögt, schaut euch den mal an, bevor er wieder vergriffen ist. Ich habe ihn mir jetzt in den Club gepackt. Ja, einfach um mir nochmal ein paar Backups zuzulegen. Genau, und irgendwann wird er dann wahrscheinlich dann wieder aus dem Club fliegen. Aber erstmal möchte ich mir ein paar Backups anschaffen. Genau. Dann hatte ich wieder im Schlafzimmer an den Snuggle Up. Ja, wunderschöner, kuscheliger, einhüllender, lavendeliger, toller. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Ja, Schlafzimmerduft. Oh, der ist einfach so schön. Ihr wisst es, Snuggle Up. Ja, mit mein liebster Schlafzimmerduft. Genau. Auch der, wie sollte es anders sein, in meinem Club. Und da bleibt er auch. Dann habe ich Coconuts for Coconuts gedüftelt. Das ist ja einer der 10 neuen Düfte für die Sommerkollektion, den Sensi jetzt rausgebracht hat. Ja, und für mich ist das so ein floraler Kokosnussduft. Auch im Warmen hat er eher so, ja, was floral-kokosnussiges und ja, für mich dann eher so den Touch von so einer Kokos-Bodylotion anstatt von einer wirklich frischen Kokosnuss oder Kokoswasser oder Kokosmilch. Ja, nichtsdestotrotz mag ich den sehr, sehr gerne und ja, würde mir den auf jeden Fall auch nochmal. Wenn meine aktuellen Bars verbraucht sind, von dem hier habe ich jetzt noch 3 Stücke und dann habe ich noch ein ganzes Bar hier. Genau, würde ich mir auf jeden Fall dann nochmal wiederholen, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass der im Sommer ja, sehr gut, ja, mir sehr gut gefallen wird. So wollte ich sagen. Samstagmorgen und schon Sprachprobleme. Naja, gibt Schlimmeres, ne? Dann aus der letztjährigen Sommerkollektion habe ich den Fiji Flower nochmal wieder angedüftet im Badezimmer. Nee, stimmt gar nicht. Den hab, oder? Nee, den habe ich im Wohnzimmer gedüftet. Stimmt gar nicht. Den habe ich im Wohnzimmer gedüftet. Jetzt habe ich noch 2 Stückchen über. Ich glaube, die werde ich allerdings wieder im Schlafzimmer, im Badezimmer verdüfteln. Ja, ist ein schöner floraler Duft, mag ich ganz gerne. Würde ich ihn mir nochmal wiederholen? Vielleicht, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn ich nochmal irgendwie ein Bar davon bekommen sollte, würde ich es auf jeden Fall nochmal düfteln. Ja, aber ansonsten, es gibt viele schöne Blumendüfte bei Scentsy, von daher. Wenn ich ihn nicht nochmal kriege, dann ist es auch so. Aber wie gesagt, ich würde ihn auf jeden Fall nochmal düfteln. Klang jetzt gerade so negativ. Nein. So, dann. Entschuldigung. Jetzt sollte ich nochmal eben kurz einen Schluck Wasser trinken. So, dann habe ich auch wieder in der Küche gedüftelt den Almond Cream. Oder Almond Creme. Ja, Creme. Wenn ich es richtig aussprechen sollte, ist es Creme. Was hat er denn jetzt für eine komische Note? Jetzt riecht er für mich gerade nach einem Reiniger, warum auch immer. Ja, an sich ist das so ein leicht marzipaniger, sehr, sehr süßer Duft. Ja, war jetzt nicht einer meiner Favoriten. Den gab es ja im Januar für Club-Duftkollektion.
Abonnenten in den Sensi Club hinzuzufügen. Ich habe ihn ja, hatte ihn ja eine Runde mitgenommen. Ja, wie gesagt, es ist nicht mein Favoritenduft. Das Bar werde ich jetzt noch zu Ende düfteln und dann, ja, ist es auch gut damit. War mir persönlich erstens ein bisschen zu schwach und ein bisschen zu süß irgendwie. Ja, war nicht meins. Wird noch verbraucht und dann nicht nochmal wieder gekauft. Ich meine, er ist ja jetzt eh wieder aus dem Sortiment. Dann habe ich auch mal wieder gedüftet den Strawberry Champagne Truffle. Ja, ist auch ein ganz, ganz netter Duft. Hatte ich für 2 Runden oder so im Club, habe ihn aber wieder rausgeschmissen. Ja, irgendwie überzeugt er mich nicht so. Ich weiß es nicht. Irgendwas in dem Duft ist da, was nicht so ganz meins ist. Besonders stark ist er auch nicht. Und ja, es gibt einfach Düfte, die ich viel, viel schöner finde. Ich will ihn jetzt gar nicht weiter schlecht reden, denn an sich, ja, wie gesagt, es ist ein schöner Duft, aber er ist einfach nicht meins und wird noch zu Ende gedüftelt. Ich glaube, ich habe noch ein angefangenes Bar. Ich hatte das aufgemacht, ohne vorher zu gucken, dass ich noch ein weiteres angefangenes habe. Ja, aber die werde ich jetzt beide noch aufdüfteln und dann, ja, dann ist es auch gut. Ach, dann, oh ja, den mag ich sehr, sehr gerne. Den Oodles of Orange, da habe ich in diesem Bar jetzt hier noch ein Stückchen drin. Den düftel ich sehr, sehr gerne in der Küche. Der macht einfach so eine gute Laune, der bringt so eine schöne, zitrische, orangige Frische einfach in den Raum. Oh, herrlich. Spritzig, orangig, einfach ein guter Laune-Duft. Ja, der war während der Wintermonate in meinem Club. Jetzt gibt es ihn ja regulär wieder durch den Katalog zu kaufen. Ja, falls ihr den noch nicht kennt und so frische, zitrische Düfte mögt, schaut euch den unbedingt mal an. Der ist wirklich toll. Oodles of Orange. Genau. Dann aktuell im Schlafzimmer düftet abends immer der French Lavender. Ja, ist halt ein schöner, reiner Lavendelduft, nicht mehr und nicht weniger. Ich könnte hier mal die Folie abmachen. Einfach ein herrlicher Lavendelduft. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Auch der war während des Winters in meinem Club. Wenn er zum Winter wieder rausgeht, wandert er da wieder rein. Denn ja, auch das ist ein wunderschöner Schlafzimmerduft. Ja. Einfach herrlich. Dann habe ich in der Küche gedüftet zweimal den Sun Ripened Berry. Das war der Duft des Monats Januar. Ja, ist ein schöner, fruchtig-beeriger Duft. Er hat im ersten Moment, und das hat auch die gute Nicole vom Kanal Gönn dir was so treffend beschrieben. Der hat am Anfang so eine leichte, scharfe Note irgendwie, was sie als Senf interpretiert hat. Und ich weiß, Nicole, falls du dieses Video guckst, ich weiß genau, was du meinst. Denn ich rieche das auch. Aber ja, dieses Fruchtige überwiegt dann für mich, sodass dieses Senfartige in den Hintergrund übergeht und ich das dann im warmen Zustand auch nicht mehr wahrnehme. Ja, das eine Bar werde ich noch aufbrauchen und dann ja, in den Club gepackt oder so habe ich mir den nicht. Ist ein ganz netter, fruchtiger Duft. Gibt es auch noch, müsst ihr mal schauen, bei vergangene Düfte des Monats. Wenn euch der interessiert, dann schaut euch den ruhig mal an. Genau, dann habe ich auch wieder gedüftet den Mickey Mouse and Friends. Auch wieder in der Küche. Ja, ist einfach ein schöner, cremiger Pfirsich-Joghurt-Duft irgendwie für mich. Ich hatte es ja letztes Mal verglichen mit Fruchtzwerge-Pfirsich. Ja, daran erinnert er mich irgendwie und ja, ist ein schöner Duft. Würde ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal kaufen.
weil ich da ja nicht so oft zu greife einfach. Ich hatte ihn jetzt ein paar Monate so da liegen und ja, habe ihn irgendwie gar nicht so richtig beachtet und ja, düftel ihn jetzt erstmal weg. Und dann, ja, möchte auch noch den Mini- und Mickey-Duft nochmal ausprobieren. Die hatte ich nämlich auch noch nicht, bevor die wieder aus dem Sortiment sind. So, dann. Dann habe ich auch wieder vor ein paar Tagen gedüftelt den Opal Flowers. Den hab ich im Wohnzimmer drin gehabt, in den Lampen. Ja, und auch das ist ein herrlicher, floraler Frühlingsduft. Mag ich sehr, sehr gerne. Da ist Maiglöckchen drin. Ich meine, da ist auch Himbeere mit drin. Ja, und noch irgendwas Schönes. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, nee, den könnt ihr nicht mehr. Weiß nicht, ob ihr das hört. Hier ist gerade irgendwie Rettungswagen oder sowas. Hat mich gerade kurz verwirrt, weil ich dachte, das Telefon klingelt. genau, den gibt es, meine ich. Gibt es den gerade aktuell noch in der Schatztruhe? Ich weiß es gerade nicht. Es gab ihn auf jeden Fall vor kurzem noch in der Schatztruhe. Falls euch der Duft interessiert, schaut da gerne nochmal vorbei. Und ja, sichert euch den auf jeden Fall nochmal. Der ist sehr, sehr schön frühlingshaft floral. Dann habe ich auch wieder in der Küche gedüftelt, den Fiesta Lime. Ja, ihr wisst es, für mich hat der, dadurch, dass ich ihn bereits im Counter Clean und auch als Spülmittel schon mal genutzt habe, einfach diese Reinigernote, ja, kriege ich auch nicht aus meiner Nase raus. Den mache ich ganz gerne rein. Ja, wenn es so ein schönerer sonniger Tag ist und ich dann gerade morgens mal eben kurz einmal über den Herd und über die Arbeitsfläche gewischt habe und es halt einfach auch schon sowieso zitronig riecht, mache ich den eigentlich auch dann immer ganz gerne alle paar Wochen mal in die Lampe. Genau, ich düfte die beiden Stücke jetzt noch auf, aber ja, dann war es auch das mit dem Duft und ich werde mir den jetzt nicht noch mal wiederholen. Einfach weil er halt diese Reinigernote für mich hat. Ja, ich krieg das nicht raus wieder. Aus meinem Gedächtnis. Dann habe ich den Duft des Monats Februar in der Lampe gehabt, den Sunburst Bamboo. Und da muss ich sagen, den hatte ich im Wohnzimmer an mit ja, drei Würfeln im gesamten Raum. Ich fand ihn leider ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ich habe ihn nicht sehr gut wahrgenommen. Das heißt, das nächste Mal werde ich ihn entweder im Schlafzimmer nochmal testen oder ich verfrachte ihn ins Badezimmer. Denn an sich ist an sich ein sehr schöner Duft. Er ist leicht floral, sanft frisch. Ja, so würde ich ihn beschreiben. Und ja, aber halt leider ein sehr, sehr leichter Duft. Also fürs Wohnzimmer würde ich ihn jetzt nicht nochmal nehmen. Der landet die nächsten Düftelrunden dann entweder im Schlafzimmer oder im Bad. Genau. Apropos Schlafzimmer, da habe ich auch mal wieder drin gehabt den 100 Acre Wood, den Winnie Pooh Duft. Ja, auch den mag ich super, super gerne. Baumwollblüten, Jasmin und Vanille. Das ist einfach herrlich. Sanft, kuschelig. Auch. Ja, mein liebster Duft im Schlafzimmer, würde ich schon fast sagen. Ja. Mag ich super, super gerne. Und sollte der irgendwann, ich hoffe nicht, mal aus dem Sortiment gehen, muss der auch definitiv in meinen Club. Ja, nicht mehr ohne 100 Acre Wood. Dann hatte ich aus einem Tauschpaket den Rainbow Berry in der Küche an. Der hatte für mich auch so ein bisschen was Kaugummi-mäßiges und was
schon so Heidelbeer, Brombeer, so in die Richtung, Beeriges. Ja, ist ganz nett. Ich düftel das eine Stück, was ich jetzt noch habe, zu Ende. Aber ja, es gibt ihn eh nicht mehr. Aber ich müsste ihn jetzt auch nicht nochmal haben, muss ich sagen. Ist nicht so ganz meins, halt durch dieses bisschen Kaugummi-lastige. Ist es nicht so ganz meins. Was dagegen sehr, sehr meins ist und was auch aktuell, ich glaube, wenn ich es heute Abend anmache, den dritten Tag dann in der Lampe ist, Kiwi Fruit. Ich hatte ja vorgestern war es dann ja, einfach so Bock auf diesen Duft. Die Sonne schien, es war, ich meine, gut, sie scheint jetzt immer noch, aber Sonne scheinte, ja, die Sonne schien. Es war so schön warm und ich hatte so ein sommerliches Gefühl und da habe ich gedacht, jetzt muss Kiwi Fruit in die Lampe. Ja, wenn ihr den Duft noch nicht kennt, holt ihn euch. Der ist so schön. Da ist drin Granatapfel, Kiwi und Zuckerrohr. Und ja, der ist einfach toll. Kiwi Fruit. Auch der war über den Winter in meinem Club. Da wandert er auch definitiv wieder hin, wenn er im Herbst, Winter das Sortiment wieder verlässt. Ja, muss noch mal reinriechen. Kiwi Fruit. Ja, sehr, sehr schöner, sommerlicher, gute Laune Kiwi Duft. Ja, sehr, sehr schön. So, dann der letzte, den ich angedüftelt habe. Danach kommen die komplett leeren Bars. Das ist der Mediterranean Spa. Der düftet aktuell im Bad abends. Und ja, das ist ja so ein schöner, frischer, leicht zitrischer Duft. Ja. Man weiß nicht genau, was drin ist, da die Duftbeschreibung das nicht hergibt. Der war im Januar ja ein Bring Back My Bar, was man so regulär bekommen konnte. Genau, die beiden Stückchen düftel ich jetzt noch auf und dann habe ich nichts mehr von dem Bar. Ja, ist ein ganz netter Duft fürs Bad. Ja, genau. Ich glaube, ich muss gleich nochmal wieder pausieren. Ich rede schon wieder so viel, ne? Ach, Leute. Ja, ist so. Ja, ich mache mal kurze Pause und dann gehen wir mit den komplett aufgedüfteten Bars in die letzte Runde dieses Videos. So, den Anfang der komplett aufgedüfteten Bars darf der Blumen Beach machen. Der war ja letztes Jahr in der Muttertagskollektion, meine ich. Entschuldigung. Oder? Ich glaube, der war letztes Jahr in der Muttertagskollektion. Ja, war ein schöner, floraler, ja, so ein Strandblumenduft. Ich glaube, da war Strandrose oder irgendwie sowas drin. Ja, sehr, sehr schöner, floraler Duft. Da muss man aber schon wirklich so leicht schwer, das hört sich jetzt auch merkwürdig an, aber er hat so ein bisschen so einen schwereren Rosenduft, sage ich mal. Das ist nicht so eine leichte Rose, sondern schon eher eine kräftigere Strandrose, sage ich mal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, war ein schöner Duft. Wenn er noch mal wiederkommen würde, würde ich ihn mir vielleicht noch mal zulegen. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Müsste ich dann im Einzelfall entscheiden. Genau, Blumen Beach. So, und dann habe ich mir das hier gerade schon mal ein bisschen sortiert. Fangen wir mal an mit der All Is Well Kollektion. Da habe ich aufgebraucht den Vitamin Soothe.
Ja, das war ja der Aquatische aus der Fünfergruppe. Ja, wie gesagt, so ein schöner aquatischer Meeresluftduft. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Habe ich ja noch mal einmal als Bar hier. Freue ich mich schon drauf, den wieder zu verdüfteln. Dann meinen absoluten Lieblingsduft aus dieser Kollektion, der Vitamin M, der Meditate. Ein sehr schöner Schlafzimmerduft. Mega von der Performance. Der hat mir locker eine Woche durchgehalten, ohne irgendeinen Duftverlust. Ja, wunder, wunderschön. Der ist in meinem Club gelandet, der Duft, als einziger aus der ganzen All Is Well Kollektion, weil man muss ja Prioritäten setzen, ne? Ihr kennt das. Dann habe ich auch gebraucht, auch noch den Vitamin I, den Inhale. Das ist ja eher so der, ja, Wiesen, Bergluft, Alpenduft. Ja, irgendwie. Auch vom Label her verbindet man das dann da einfach mit. Das Farn, frische Bergluft und die dritte Komponente weiß ich jetzt gerade nicht. Ach ja. Sehr, sehr schöner, grüner. Ja, grüner Duft. Ja, mochte ich sehr, sehr gerne. Auch davon habe ich ja noch ein paar hier. Genau, dann kommen wir mal zu den Bring Back My Bars, die ich noch komplett leer gemacht habe. Und zwar ist das einmal der Custard Apple. Das war ein schöner, fruchtiger Ananas, Mango. Ich weiß gar nicht, was noch drin war. Irgendwas Fruchtiges war dort noch drin. Ja, mochte ich gerne. Und ich weiß gar nicht, habe ich den im Club? Weiß ich gar nicht. Ich sollte mal in meinen Club gucken, was da drin ist und was nicht, ne? Sag mal, ich weiß es nicht. Es ist so. Vielleicht kommt er noch mal wieder. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, fruchtiger Duft gewesen. Mochte ich. Dann der Flower Child. Da hatte ich, glaube ich, beim ersten Mal nicht so den. Ja, wie sagt man? Auf Englisch sagt man Scent Throw. Also. Jetzt kann sie gar nicht mehr sprechen. Also es hat nicht so, hatte nicht so Wumms beim ersten Mal. Das war beim zweiten Mal Düfteln schon besser. Er musste anscheinend ein bisschen liegen, einfach der Duft. Ja, fand ich gut. Ich glaube, ich hatte erst überlegt, ob ich ihn aus dem Club nehme und ihn dann doch nach einer zweiten Runde Düfteln drin gelassen. Ich meine, der kommt noch mal. Ja. Werde ich im April sehen. Ihr werdet es im April sehen, denn dann werde ich nochmal wieder ein Unboxing meines Clubs drehen für euch. Genau, also den Flower Child fand ich gut. Wer blumige Düfte mag, kann den sich irgendwann, wenn er nochmal wieder als Bring Back My Bar rauskommt, dann ja nochmal anschauen. Genau, das war ja einer der Club-exklusiven Bars. Genau. Dann habe ich aufgebraucht den Coco Lime. War ein schöner Kokos-Limette-Duft. Ja. Hatte ich immer in der Küche an. Ja. So, wenn man gekocht hat, bisschen was Deftigeres und dann diesen Duft rein. Hat ganz gut dieses deftig, fleischige, angebratene rausgekriegt. Ja, mochte ich den Duft. Würde ich mir irgendwann, wenn er nochmal als Bring Back My Bar wiederkommt, vielleicht auch nochmal zulegen. Genau, dann einen Bring Back My Bar aus dem letzten Sommer. Und zwar der Lemon Thyme Berry. Ja, irgendwie mochte ich den jetzt, wo ich ihn in der Lampe hatte, nicht mehr so. Ich weiß nicht, irgendwie hatte er was, auch so was künstlich Kaugummiartiges für mich. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte ihn irgendwie besser in Erinnerung. Ja, war nicht ganz so meins mehr. Ja, kann ich jetzt aber auch eh
nicht mehr kaufen. Dann habe ich aufgebraucht den Faithful Friends, den Susi und Streuschduft. Ja, ist ein schöner, fruchtig-floraler Duft. Da ist Fräsie, Birnenblüte, ja, Fräsie und Birnenblüte drin. Ich weiß nicht, was irgendeine dritte Komponente, irgendeine dritte Komponente ist da noch drin. So als Haupt. Nennung. Ja. Ist ein sehr, sehr schöner, wie gesagt, fluchtig floral, ja. Ach, Leute. Heute habe ich es mit den Versprechern, ne? Aber naja. Ist so. Genau. Fruchtig floraler Duft. Faithful Friends. Genau, den gab es ja jetzt zur Valentins-Kollektion auch wieder. Zu kaufen. Ja, genau. Faithful Friends. Auch ein schöner, fruchtiger Duft. Oh. Ja, fruchtiger Duft. Flo. Jetzt will ich schon wieder fluchtig sagen. Meine Güte. Dann Little Mermaid Kiss the Girl. Ja. Wie gesagt, diese Unternote, ich wiederhole mich da. Ja, hat für mich im Unterton so eine Käsefußnote. Ein Bar habe ich davon jetzt noch. Das werde ich aufdüfteln und dann, ja, war es schön, ihn gehabt zu haben, aber nee. Irgendwie ist er doch nicht so meins. Muss man ja mal auch so sagen, ne? So, dann mache ich mal erstmal mit ihm hier. Nee, nicht erstmal mit ihm hier. Der Make a Splash durfte bei mir in die Lampe. Ja, das ist einfach so ein schöner, meloniger, frischer, gute Laune Duft. Da ist drin, ich habe es mal geschafft, ich habe den Katalog mir hier hingelegt. Jetzt kann ich euch auch mal sagen, wonach er riechen soll. Make a Splash. Huch, na, so weit wollte ich doch gar nicht schalten hier. Make a Splash. Taufrische Melone, knackiger grüner Apfel und türkisfarbenes Wasser. Genau, ja, ich rieche mehr die Melone als den Apfel, muss ich ja sagen. Ja, für mich ist das ein Honigmelonenduft. Sehr, sehr schöner. Davon habe ich ja jetzt auch den Counter Clean. Ja, den werde ich, glaube ich, als nächstes aufmachen, aber ich glaube, ich werde den nur benutzen, wenn ich Sachen im Wohnzimmer putze und nicht für die Küche, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich mir das dann im Wachs versau, sage ich mal, den Duft. Deswegen werde ich den als Putzmittel dann an Orten einsetzen, an denen ich jetzt nicht täglich putze. Genau. Ja, deswegen. Ja, damit ich das Wachs auch noch riechen mag, werde ich das so machen. Genau, der Make a Splash. Dann habe ich ein Bar leer gedüftelt von dem Plumeria Peach. Ihr seht, das ist noch ein Bar aus dem letzten Jahr. Da war er ja Duft des Monats. Ich meine, April, Mai? Irgendwie so. Ja, genau, der Plumeria Peach, ein schöner Pfirsich, blumiger Pfirsichduft, so, der hat ordentlich Wumms, also das ist ein richtiges Powerhouse, mag ich sehr, sehr gerne und würde ich mir auch jederzeit nochmal wieder zulegen, denn jetzt kann ich das ja regulär im Katalog oder vom Katalog machen, genau, der hat es ja in den Katalog geschafft, genau. Dann habe ich nochmal wieder gedüftelt, den Pink Rhubarb Sugar. Und ich muss meine Meinung vom letzten Mal revidieren, denn dieses Mal habe ich den super gut wahrgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht musste auch das Bar erstmal eine Weile liegen. Ich habe ja beim letzten Mal kaum was gerochen, als ich den gedüftelt habe. Und jetzt bei der zweiten Düftelrunde habe ich den super wahrgenommen, also da hatte ich gar keine Probleme.
Ja. Ist ein angenehmer, leicht herber, fruchtiger Duft. Ja, den mag ich. Würde ich mir auch durchaus nochmal wiederholen. Dann habe ich auch einen der no nächsten neuen Düfte leer gemacht, den Pink Lemon Water. Der riecht ja nach Rosenwasser, Zitrone. Rosenwasser, Zitrone. Oh, jetzt ist der hier oben. Moment. Rosenwasser, Zitrone und einem Löffel Zucker. Genau. Ja, auch ein sehr, sehr schöner Duft. Mochte ich gerne. Wenn ihr allerdings so Rosen- und Rosenwasserdüfte nicht mögt, dann würde ich euch den, glaube ich, eher nicht empfehlen, weil für mich war das schon die dominierende Note, halt diese florale Rosennote. Ja, genau. Wenn ihr das nicht mögt, dann würde ich eher sagen, guckt euch Pink Rhubarb Sugar oder ja, einen von den anderen neuen Düften an. Das ist dann, glaube ich, eher euer Ding. Und zu guter Letzt habe ich noch den Magnolia Linen verdüftet. Auch das ist ja ein neuer Duft diese Saison. Die Amerikaner hatten ihn ja schon letztes Jahr als neuen Duft. Genau, und das ist einfach so ein schöner floraler Wäscheduft. Genau, den haben wir ja auch in den Wäscheprodukten. Da möchte ich ihn auch gerne nochmal ausprobieren. Das muss ich allerdings machen, wenn ich mein aktuelles Clothesline Waschmittel und die Clothesline Washerwips aufgebraucht habe. Dann werde ich mir mal so ein Set mit Magnolia Linen zulegen. Ja, denn ich mag den Duft echt gerne. Wie gesagt, das ist so ein schöner, sanft floraler Wäscheduft. Ja, kann ich mir sehr, sehr gut auch jetzt im Sommer dann für die Wäsche vorstellen. Ja, freue ich mich schon drauf. Sehr, sehr schön. Genau, der Vollständigkeit halber, da ist drinne Magnolie, Heckenkirsche und sonnengewaschenes Leinen. Genau. Ihr Lieben, das war jetzt mein aufgebraucht Video für den März. Es ist einiges geworden. Genau, es sind, ich glaube, wartet, ich rechne mal kurz durch, wie viele Bars ich diesen Monat komplett leer gemacht habe. Genau. Also, ich habe jetzt mal eben kurz aufeinander gelegt. 15 Bars sind es jetzt diesen Monat, die ich komplett aufgedüffelt habe. Ja, ist schon was. Ne? Gut, in einigen war auch nur noch ein Würfel drin, von daher. Ja, aber kommt ja regelmäßig was nach. Das heißt, ich muss auch gut aufbrauchen. Genau. Ja, in diesem Sinne, schreibt mir mal gerne, was ihr diesen Monat so in den Lampen hattet. Genau. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag, was auch immer ihr gerade habt. Genau, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.